Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von, diesmal nicht OpenTX oder EdgeTX Weekly. Es hat auch nichts mit Express LRS zu tun, sondern es ist ja ein kleiner Report aus der Bastelstube, würde ich sagen. Nein, dieses Video ist für alle diejenigen, die mich in der letzten Zeit mal angesprochen haben, in Bezug auf den Steller für, oder in dem Fall ist es auch ein Regler für Bürstenmotoren, an dem ich gerade dran sitze. Das ist, naja, wenn man so will, ist das ein sinnloses Projekt, denn Bürstensteller gibt es auf dieser Welt natürlich fürchterlich viele. Es gibt gute, es gibt schlechte. Allerdings gibt es keine, die Drehzahl der Bürstenmotoren messen können, und zwar ohne zusätzliche Sensoren. Ihr seht jetzt hier den Versuchsaufbau. Ich habe hier drei verschiedene Motoren, die werde ich dann nachher in Betrieb nehmen. Wir sehen also hier die Kabel, die von dem Motor zu dem Steller führen, sonst keine Sensorik an der Welle oder so etwas. Und dann haben wir hier den Steller, der ist jetzt bestückt mit vielen, vielen zusätzlichen Kabeln. Das sind alles Messpunkte, die brauche ich dann auch später im Video nochmal, damit ich euch ein paar Sachen erklären kann. Und wir sehen hier einen Empfänger, der ist hier verbunden mit dem. Ihr könnt das erahnen bei den ganzen vielen Kabeln. Ihr seht hier den Logic Analyzer, den zeige ich euch nachher auch in Betrieb. Da können wir dann die ganzen Signale beobachten. Und hier rechts außen im Bild seht ihr noch die Radio Master, die dazu benutzt wird, um das Ganze dann eben auch zu steuern. In dem Fall will ich damit aber nur die Motoren auf Drehzahl bringen, sonst erstmal nichts. Denn der Telemetrieanschluss, dieser hier, der geht, das seht ihr jetzt nicht, der geht jetzt hier weg, und zwar nicht zum Empfänger, das kann man wohl sehen, da geht nur ein Kabel rein. Der geht zum PC und liefert dort auch noch Daten ab, die ich dann auch noch euch grafisch zeigen will. Das Ganze ist ein Experiment. Das Video wird, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen hardcore, aber es ist ja auch nur für diejenigen gedacht, die mich nach dem Messprinzip gefragt haben. Wie ist denn hier die Drehzahl zu messen, ohne dass wir zusätzliche Sensoren haben? Das Prinzip ist im Grunde genommen relativ einfach. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass wenn man das für eine Vielzahl von Motoren auch alles so automatisch zum Funktionieren bekommen möchte, dass man dort ein paar Einstellarbeiten machen müsste, oder man lässt den Steller diese ganzen Einstellungen, also sprich die Einstellungen, die aus den Parametern der Motoren stammen, dass der Steller diese Parameter selber misst und dann selbstständig die Einstellungen vornimmt. Und das hat in der Vergangenheit ein bisschen Gehirnschmalz gekostet. Ich habe jetzt auch nicht so viel da dran gesessen, aber immerhin, ich muss zugeben, es war jetzt nicht ganz so out of the box machbar. Gut, also diejenigen, die das jetzt nicht interessiert oder die vielleicht auch elektrotechnisch oder auch vielleicht sogar mathematisch nicht so bewandert sind, die dürfen gerne abschalten, das ist auch gar kein Problem. Ich will ja auch, also das Video erspart mir sozusagen eine Zusammenschrift von dem Ganzen, das hatte ich auch mal versprochen, kommt sicherlich auch irgendwann noch, damit ich das nicht selber vergesse, aber im Moment war mir die Zeit einfach zu schade oder die Zeit war nicht vorhanden. Okay, das Ganze läuft hier schon, die Radio Master, ja, die beschwert sich schon, dass ich nichts tue, die ist auch eingeschaltet. Genau, ich gebe mal kurz ein bisschen Gas. Dann hört man, dass der kleine Motor hier läuft. Völlig unspektakulär. So, soweit funktioniert das. Im Moment läuft der Steller mit 12 Volt, weil der kleine Motor hier ja auch maximal oder eine Nennspannung von 12 Volt hat.
Und ich glaube, der macht irgendwie sowas mit 12.000 Umdrehungen bei 12 Volt. Ich weiß es jetzt aber auch selbst auswendig gar nicht so genau, spielt aber jetzt auch gar keine Rolle. So, wie ist das Messprinzip? Ich fange mal ganz anders an, das Messprinzip zu erläutern. Erstmal räume ich alles weg, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und dann brauche ich einen Schluck Kaffee, das ist auch klar. Das kennen viele schon aus der Anfangszeit meiner Videos. Und dann nehme ich hier mal einen Brushless-Motor her. Ein schönes Exemplar, wo man vorne so schön rein gucken kann. Und ihr kennt alle wahrscheinlich Steller oder Regler für Brushless-Motoren, die Telemetrie unterstützen und die liefern euch die Drehzahl des Brushless-Motors. Beziehungsweise, man müsste genauer sagen, sie liefern euch die elektrische Drehzahl des Brushless-Motors. Was heißt das? Was ist die elektrische Drehzahl? Nun, wir sehen hier in dem Brushless-Motor die ganzen Wicklungen. Und wir sehen außen, das wisst ihr alle, auf dem oder in dem Rotorkäfig sehen wir die Permanentmagnete angeordnet. Und man spürt das, wenn man den Brushless-Motor ein bisschen dreht, dass also die Permanentmagnete gerne an den Statorpaketen einrasten. Ja, und immer wenn das passiert oder genau in dem Übergangsmoment zwischen zwei solchen Positionen, also wo praktisch die Magnete zwischen den beiden Wicklungen sind. Dort muss jetzt der Brushless-Controller, der ja hier an den drei Strippen angeschlossen wäre, muss der kommutieren, wie man sagt. Er muss also dann den Stromfluss an einer von diesen drei Phasen gewissermaßen ändern, damit der sich ein Stückchen weiter dreht und das muss also schritthaltend mit der Motorbewegung passieren. Das nennt man Kommutierung. Und deswegen sagt man zu diesen Motoren auch elektronisch kommutierte Motoren, also EC-Motoren oder Brushless-Motoren oder BLDC, also Brushless-DC, also Gleichstrommotoren. Das bedeutet im Grunde genommen alles dasselbe. Man braucht einen Controller, der das tut. Ich bin jetzt so rum angefangen mit der Erklärung, weil wahrscheinlich die Brushless-Motoren heute sogar die am häufigsten eingesetzten Motoren sind. Dieser Kommutierungsvorgang, der wird von dem Controller ja praktisch durchgeführt und immer wenn er also dann so einen Stromwechsel durchführt an einer von den drei Phasen dieses Motors, dann tackert der Motor mit seinem Käfig eine Rastung weiter. Ihr seht also die Anzahl von Spulen oder von Statorschlitzen hier und das sind 22 Stück. Und wenn also 22 Stück kommutiert worden sind oder 22 Mal kommutiert wurde, dann hat der Motor eine mechanische Umdrehung gemacht. Also 22 elektrische Kommutierungen entspricht eine mechanische Umdrehung. Und natürlich weiß der Brushless-Controller, wie viele elektrische Kommutierungen er pro Sekunde gemacht hat, weil genau das muss er ja tun, um den Motor in Fahrt zu bringen. Ja? Das heißt also, die Anzahl der elektrischen Kommutierungen muss man hier bei dem Motor nur durch die Anzahl der Polpaare teilen. Das wären 22 Stück und schon hat man die mechanische Drehzahl. Ja, also der Brushless-Controller kann also auch nur die elektrische Drehzahl messen, aber durch Wissen des mechanischen Aufbaus, 22-poliger Motor oder 12-poliger Motor oder was auch immer, was man hat, weiß man dann die mechanische Drehzahl. Ja, das muss man dann bei der Telemetrie so eines Brushless-Stellers dann zu Fuß angeben. Der Brushless-Controller kann das nicht wissen, wie viele Pole der Motor hat. Oder man rechnet es in der Fernsteuerung um. Ihr wisst das, bei EdgeTX oder OpenTX, da kann man also dann einen Multiplikator oder Divisor angeben für die Drehzahl, die man dort misst. Und das ist eben dann aus dem mechanischen Aufbau des Motors zu entnehmen. Der Brushless-Controller kann das nicht wissen. Ja, und so ähnlich ist das hier bei den Bürstenmotoren. Wer da durch die Schlitze schon mal reingeguckt hat oder
Hier bei dem dicken Motor sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Der sieht also auch, dass dort der Kollektor, das ist innen drin, diese kupferfarbene Anschlusswalze, würde ich mal sagen, in dem Motor, dass die also auch geteilt ist und die beiden Bürsten oder Kohlen, die mit den beiden Polen verbunden sind, die schleifen also auf diesem Kollektor und machen über die Kohlen kommt es dann zu einem Anschluss an eine Wicklung und immer wenn der Rotor des Motors sich ein Stückchen weiter gedreht hat, dann ist sozusagen eine andere Wicklung hier mit den Klemmen von dem Motor verbunden. Und dann kommt es auch zu der Rotation, weil der Motor kommutiert sich gewissermaßen selbst, ja, weil eben die Welle mit dem Kommutator hier verbunden ist und durch das Drehen werden immer die Wicklungspakete vertauscht. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, nur ist das Problem hier mechanisch gelöst. Ja, soweit so gut. Jetzt ich will mal versuchen, hier das mit dem Licht vielleicht einmal ganz kurz, vielleicht kriegen wir das hin, dass man da mal reinschaut. Es gelingt jetzt nicht so wirklich. Ich hätte ganz gerne mal. Da sieht man das so ein bisschen, man kann es so ein bisschen erahnen, dass also man sieht da oberhalb von dem runden Kollektor sieht man so einen breiten kupferfarbenen Strich erscheinen, blinken oder hell leuchten. So, und das ist die Bürste oder in diesem Fall sind es eigentlich das Gehäuse der Kohlen und wenn man mal schaut, wie jetzt kann man es eigentlich ganz gut sehen. Man sieht also direkt in der Mitte hell kupferfarben leuchten, sieht man eine Unterteilung von dem Kollektor und man sieht mehr hinten, also mehr auf dieser Seite, sieht man dann das breite Gehäuse von der Kohle. Das ist also so breit, dass wenn der Kollektor darunter wegstreicht, mindestens mal zwei, jetzt sieht man genau die Unterteilung in dem Kollektor, mindestens mal zwei Wicklungen sozusagen parallel geschaltet werden, bevor dann das wieder sich weiterdreht und wir dann nur eine Wicklung haben. Wenn man sich das mal genau überlegt, dann müsste es also in diesem Moment, wo das genau passiert, diese mechanische Kommutierung, dann müsste es eigentlich zu einem Ansteigen des Stromflusses durch den Motor kommen. Genau, das passiert auch. Und je nachdem, wie der Motor dann so ist, ob der zum Beispiel mit Kohlen ausgestattet ist oder wie dieser kleine Motor, ob der mit metallenen Bürsten ausgestattet ist, die da über den Kollektor drüber streichen oder auch hier wieder, der hat auch wieder Kohlen. Ja, je nachdem, wie der Motor dann aufgebaut ist, gibt es dann einen charakteristischen Stromverlauf und dieser Stromverlauf, wenn man den mal sich über die Zeit hinmalt, das ist also der Strom I über der Zeit für den Motor. Wir nehmen nun mal an, der Motor dreht sich mit einer Drehzahl Omega, was weiß ich, von irgendwas, aber auf jeden Fall dreht er sich, also größer 0. Und dann sieht dieser Stromverlauf, der hat immer ein charakteristisches Muster. Und zwar kann es folgendermaßen sein, dass der so aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache das mal bewusst jetzt so. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das ist also so periodisch. Das setzt sich also dann hier fort. Ah, meine Regiomaster meckert, dass ich mich nicht mit ihr beschäftige.
Genau, und in dem Moment, wo hier der Strom ansteigt, das sind genau die Phasen, wo also zwei Wicklungen kurz geschlossen werden. Ich habe das vielleicht ein bisschen extrem gezeichnet. Bei einem anderen Motor kann das vielleicht eher so aussehen. Fast schon so sinusförmig. Das sind, wie ich festgestellt habe, sind das oft die Motoren, die Kohlen als Kollektorbürsten haben und dieser Stromverlauf, oder das ist ein bisschen extremer manchmal auch, dieser Stromverlauf, das sind oft die Motoren, die Metallbürsten als Bürsten haben. Also das ist eher der Kohleverlauf, das ist der Bürsteverlauf. Das lässt sich auch so ein bisschen erklären, weil die Kohlebürsten, das ist im Grunde genommen wie ein Widerstand, und der Widerstandswert, der hängt ja ab, sagen wir mal, von dem Querschnitt. Und immer wenn also wir den Kollektor haben und wir haben hier die Unterteilungen. Ich versuche das mal so irgendwie gerade mal so zu skizzieren. Ist jetzt nicht besonders schön, diese Skizze. Das, was ich jetzt hier immer ein bisschen dicker gemalt habe, das sind die Kontaktflächen und dazwischen sind die Freiflächen. Und wenn wir so eine Kohle haben, die also schon recht breit ist, dann hat die jetzt hier sozusagen zu gleichen Teilen bedeckt sie die beiden Kontaktflächen, schaltet damit die Wicklungen parallel. Aber wenn sie nur so zwei Drittel, ein Drittel darüber ist, dann ist das also nur so eine Teilparallelschaltung, weil der Widerstand der Kohle natürlich auch noch mit eingeht, immer proportional zu der Kontaktfläche. Je größer die Kontaktfläche ist, desto geringer ist dann der Widerstand. Und deswegen kommt es zu diesem etwas sinusförmig, förmigen Verlauf hier. Und während das eher so für die Metallbürsten ist. Gut, das können wir uns auch direkt einmal anschauen. Dazu lasse ich einfach mal den kleinen Motor hier dran. Moment, ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Und ich nehme meinen Radio Master und gebe ein bisschen Gas. Man hört ganz leise, wie der Motor da läuft, das Lagergeräusch. Und jetzt blende ich mal um auf ein anderes Fenster. Moment, das nicht, sondern das da. Genau. Da seht ihr meinen Logic Analyzer. Der steht gerade, aber ich lasse ihn gerade mal laufen. Dann meckert er mit mir, dass er das nicht hier will. So, jetzt zeichnet er auf. Gut, er hat genug aufgezeichnet, die Warnung. Ich habe jetzt einfach zu viel an meinem USB-Bus hier angeschlossen. Videokamera nimmt mir ein bisschen Bandbreite weg. Gut, was haben wir hier aufgezeichnet? Bevor ich da in die Details gehe, schauen wir uns mal die 1, 2, 3, vierte Kurve von oben an, die hier beschriftet ist mit IPROP. Das ist nämlich die Strommessung. Und da sieht man jetzt schon so dieses charakteristische Muster. Man sieht auch so Macken in der Strommessung hier und hier einmal. Glücklicherweise hat der Motor diese Macken. Bin jetzt ein bisschen irritiert gerade, musste ich jetzt gerade mal innehalten. Ich mache die Messung jetzt einfach nochmal. Ah ja, jetzt genau das, weil mir fehlte dann nämlich eine Macke. Man sieht hier diese Macken, das ist für uns ein ganz gutes Indiz. Dieser Motor ist ist ein siebenpoliger Motor, glaube ich. Ja, das kommt nämlich jetzt ganz gut raus. Ich bin jetzt selber überfragt, weil ich das ehrlich gesagt jetzt gar nicht nachgeguckt habe. Ich habe es nur bei dem großen Motor nachgeguckt. Und für den habe ich jetzt auch keine Referenzmessung gemacht. Aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle.
Man kann das schon an den Formen der Impulse auch erkennen. Wenn man einfach mal denkt, von dieser Macke hier bis zu dieser Macke ist es genau eine mechanische Umdrehung, dann sieht man, dass die Impulse, die danach folgen, also zum Beispiel dieser hier und dieser hier, dass die einander ähneln oder dieser hier und dieser hier. Da sehen wir also, das Ding hat sich jetzt genau einmal gedreht und es ist genau die gleiche mechanische Situation. Und jetzt zählen wir mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da fängt es wieder an. Also ich würde mal sagen, das ist ein siebenpoliger Motor. Vielleicht ist es aber auch ein... Vielleicht sind es aber auch weniger Pole, es spielt eigentlich keine Rolle, wir müssen es nur wissen. Dann müsste ich jetzt eigentlich einmal im Datenblatt nachgucken. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Nun, nehmen wir mal einfach mal an, das wäre jetzt ein siebenpoliger Motor, denn sehen wir also schön diese Wiederholung dieser Stromimpulse. Ja, und wenn man das messen könnte, dann hätte man also ein charakteristisches Merkmal für die Drehzahl. Also ein Blick in das Datenblatt oder man muss jetzt halt da mal reinschauen in den Motor und dann mal selber zählen. Glücklicherweise hat er ja so Lüftungsschlitze. Wie viele Unterteilungen der Kollektor dort hat. So, was tun wir jetzt? Oder was tue ich da in dem Steller? Wir zoomen einfach mal hier rein. Und was man jetzt hier sieht, ist hier unten die gelbe Kurve, die ist mit PWM beschriftet. Das ist also praktisch das Spannungssignal, was der Motor sieht. Genau, ich bin jetzt gerade auch wieder ein bisschen irritiert über diese langsame steigende Flanke hier, aber das liegt wahrscheinlich jetzt gerade an dieser Fehlermeldung, die ich von dem Logic Analyzer bekam, dass er aufgrund der Belegung des USB-Bus nicht alle Daten rüberbekommen hat. Ich versuche das aber gleich nochmal, dass das Bild ein bisschen besser aussieht. Das sieht man hier und dann sieht man darüber eigentlich bei EEPROB den Stromfluss. Der kommt relativ spät, dieser Impuls. Das ist eine gewisse Messschwelle. Und dann haben wir hier oben nochmal dieses orangene Signal. An diesem Bild ist das gar nicht so schön zu erkennen. Ich gebe nochmal ein bisschen mehr Gas jetzt hier, dass die Pulse ein bisschen breiter werden. Genau, da haben wir es schon, das, was ich sehen wollte. Da haben wir also unten nochmal in Gelb das PWM-Signal, oben der Strom. Wir sehen also, das sind so Stromimpulse, die leider hier erst bei 146 Millivolt anfangen. Also Millivolt, lasst euch nicht irritieren. Das Strom misst man üblicherweise entweder mit einem Widerstand, an dem man dann die Spannung misst, oder mit einem Hall-Sensor. Hier ist das mit einem Hall-Sensor gemacht und der ist auch dafür verantwortlich, dass wir hier so einen relativ großen Totbereich haben. Ich will noch mal ganz kurz umblättern auf das Papier. Wo bin ich denn jetzt? Da muss ich das nach oben schieben. Nein, ich muss das nach oben schieben. So, das Stück Papier. Wie sieht der Stromverlauf theoretisch aus, wenn wir so ein PWM-Signal haben? Das ist jetzt UM, die Spannung, die an dem Motor anliegt. Und hier unten drunter male ich dann den Motorstrom, und wenn wir so ein PWM haben, dann ist das ja so 50% Duty Cycle, also 50% ist der angeschaltet, der Motor, sagen wir hier sind also die 12 Volt, und dann, wenn man das mal hier runterzieht, dann ist der Stromfluss in dieser Phase eigentlich so. Jetzt kommt es darauf an, ist das ein Steller, der den Motor wieder kurz schließt, hier in der Ausschaltphase, oder lässt er sozusagen den Motor dort frei? Beide Möglichkeiten gibt es. In meinem Fall wird der Motor in dieser Phase kurz geschlossen. Das heißt, der Motorstrom würde also hier so abklingen.
Und an der Stelle wird er dann halt wieder eingeschaltet. Und dann geht er da wieder so runter. Ja, und genau diese Impulse sehen wir. Wir sehen aber in dem Bild, was ich euch gezeigt habe, nur diesen Teil. Und leider gibt es am Anfang hier so eine Stufe. Das heißt, wir sehen, wir haben eine gewisse Zeitverzögerung. Das heißt, wir sehen eigentlich nur diesen Teil in dem Logic Analyzer. Ja, aber eigentlich ist der Stromverlauf so. Gut, gemessen wird der Strom immer ganz am Ende bei 90% dieses Impulses. Also von da, wenn die gesamte Breite 100% sind, dann wird also hier bei 90% des Impulses an dieser Stelle wird der Strom dann gemessen. Genau. So, das nochmal ganz kurz, damit man das Diagramm ein bisschen besser verstehen kann. Ich schalte wieder um. Nee, immer noch nicht. Das wollte ich haben. Und da sind diese Impulse. Die oben der Anstieg an diesem Impuls, das sieht fast linear aus. Das liegt daran, dass diese Krümmung von dem Impuls bei diesem Motor nicht besonders stark ausgeprägt ist, weil der ohmsche Widerstand dieses Motors ist im Vergleich zur Induktivität, also im Vergleich zu der elektrischen Größenordnung der Spule, die ja so eine Ankerwicklung darstellt, der ohmsche Widerstand ist relativ klein, die Induktivität ist relativ groß, deswegen befinden wir uns immer noch in dem ansteigenden Bereich hier, nicht in der Sättigung. Und deswegen ist das also, sieht fast linear aus, ist aber eigentlich eine E-Funktion. Gut, dann haben wir da drüber, ich zoome da auch noch mal ein bisschen rein, noch mal einen Impuls gezeichnet hier von dem Logic Analyzer, der da ganz am Ende von dem Strom ist. Das ist der Zeitpunkt, wo der Strom tatsächlich gemessen wird von dem Microcontroller. Dieser Impuls hier oben, dieser Orange, der kommt ein klein bisschen später, als tatsächlich gemessen wird. Weil es wird nicht nur der Strom gemessen mit dem Analog-Digital-Wandler, sondern es werden auch noch andere Größen gemessen und die werden so alle nacheinander innerhalb von wenigen Mikrosekunden gemessen. Und dieser Impuls zeigt das Ende von dieser ganzen Messreihe an. Also der Strom wird tatsächlich hier bei dem letzten, kurz vor dem Abschalten, wird der Strom tatsächlich dann gemessen. Gut, wenn ich jetzt dieses Diagramm wieder herauszoome, dann kann man also auch schön wieder diese charakteristische Form von dem Motorstrom dort erkennen. Genau, gut. Jetzt unsere Aufgabe wäre es jetzt also tatsächlich, diese Frequenz, mit der das passiert, dieses große Muster hier, das herauszufinden, und das ist ja ein Indiz für die Motordrehzahl. Wie gesagt, wenn wir den mechanischen Kennwert kennen, nämlich wie viele Kollektorunterteilungen hat der Motor. Also siehe Datenblatt oder wir müssen es selber in Augenschein nehmen. Aber wir messen die elektrische Drehzahl. So kann man das sagen. Genau wie beim Brushless-Motor wir auch die elektrische Drehzahl messen. Die elektrische Drehzahl ist eben um den Faktor der Anzahl der Kollektorteilungen dann zu hoch. Müssen wir es später einfach dividieren. Okay, gut. Dann gehe ich mal wieder auf das Stück Papier. Gut, wie kriegen wir nun die Frequenz von dieser Schwingung hier, beziehungsweise von der Grundwelle dieser Schwingung. Wie kriegen wir das heraus? Das Messprinzip ist eigentlich einfach, mathematisch ein bisschen kompliziert. Wer sich vielleicht mit Akustik schon mal beschäftigt hat, der weiß, wenn das jetzt hier eine Schaltschnelle wäre, dann könnten wir sagen, oder ein Schalldruck wäre, naja, eigentlich ist es die Schaltschnelle, also ist auch wurscht,
praktisch Luftdruckschwankungen, dann wäre dies hier sozusagen fast so was rein sinusförmiges. Das wäre also ein sehr klarer Ton, wie er zum Beispiel von einer Orgel, also von einer Kirchenorgel, von einer Pfeifenorgel kommt. Und das hier ist natürlich irgendwas anderes, vielleicht eine Gitarrensaite, die also nicht so rein sinusförmig schwingt. Aber wie gesagt, in der Akustik spricht man von Obertönen. Man kann diese nicht sinusförmige Kurvenform, die kann man sich zusammengesetzt vorstellen aus solchen Sinusschwingungen, die unterschiedliche Frequenzen haben und die in der Zeitachse auch noch so ein bisschen gegeneinander verschoben hat. Und welche Frequenzen nun so eine Kurvenform ausmachen und wie die Phasenverschiebung, also die Verschiebung gegeneinander ausgeprägt ist, das kriegt man mathematisch heraus mit einem Konzept, das nennt sich Fourier-Transformation. Oh je, will da auch gar nicht so in die Tiefe gehen, aber auch nur mal ganz kurz zum Prinzip. Wenn wir also so eine, ich versuche jetzt mal eine reine Sinusschwingung dorthin zu malen, dann hat diese Sinusschwingung diese Periodendauer, T0, von da bis da, das ist die Periodendauer. Und wenn dieses T0, also als Beispiel, wenn dieses T0, sagen wir mal, eine Millisekunde wäre, dann haben wir als Frequenz, die entsprechende Frequenz F0 ist dann 1 durch T0, das ist dann 1 Kilohertz. Ja, und wenn das rein sinusförmig wäre, dann wäre also das die einzige Frequenz, die dort enthalten ist. Und wenn man jetzt eine sogenannte Fourier-Analyse bekommt, dann bekommt man ein Ergebnis, was fundamental anders ist. Und das ist jetzt so ein bisschen der Knoten im Kopf. Das kann ich verstehen, dass das für einige vielleicht schwierig ist. Wir gucken uns also jetzt nicht die zeitliche Veränderung von so einem Signal an, was man sich ja leicht noch vorstellen kann, sondern wir gucken uns das Signal an in einer anderen Form. Und zwar, wir tragen hier auf der waagerechten Achse nicht mehr die Zeit auf, sondern die Frequenz F. Und meine Regiomaster meldet sich wieder, die Frequenz F. Und wir wissen jetzt hier, die Frequenz F0 ist die einzige Frequenz, die dort enthalten ist. Und wenn die meinetwegen sich hier befindet, dann würden wir in der Fourier-Analyse, wenn das jetzt meinetwegen die Funktion, F ist schlecht, nämlich in anderen Buchstaben, wenn das die Funktion ist, nennen wir sie einfach mal G von T. Und dann haben wir hier G von F, das ist die Fourier-Transformation. Dann haben wir hier sozusagen einen Anteil und alles andere, alle anderen Messwerte bei anderen Frequenzen wären im Grunde genommen 0. Das hört sich jetzt super kompliziert an, aber ihr habt sicherlich schon mal, ja, die Jüngeren sicherlich, die Älteren können sich vielleicht noch dran erinnern, ihr habt sicherlich schon mal oder seid sicherlich schon mal irgendwo in der Disco oder in einem Hi-Fi-Laden gewesen und dort oder habt das auf dem PC euch angeguckt bei irgendwelchen MP3-Playern. Dort gibt es meistens so ein kleines grafisches Fenster, wo die Spektralkomponenten, man sagt das immer Spektralkomponenten oder die Frequenzkomponenten, weil das gleiche, das ist das gleiche, eines Musiksignals, also eines Audiosignals angezeigt werden. Und dann kriegt man immer so zappelnde Kurven, die tiefen Frequenzen, der Bass, ja, und dann gibt es hier so die hohen Frequenzen, ja. So sieht das dann aus und diese Anzeiger, die wackeln immer so hoch und runter mit der Zeit. Also es verschiebt sich nicht nach links und rechts, sondern das Bild an sich wechselt mit der Zeit.
und zeigt uns die Frequenzen an. Und wenn ihr jetzt ganz langweilige Musik hören würdet, also ihr würdet auf dem MP3-Player tatsächlich nur einen Ton einer schönen Kirchenorgel hören, einen einzelnen Ton, also der Organist drückt nur eine einzige Taste, dann würdet ihr tatsächlich hier fast überall Null haben und dann nur eine solche Linie, die nach oben geht, um die Intensität dieses einen Tons euch anzuzeigen. Das ist das ganze Wesen der Fourier-Transformation. Wir bekommen also diese sogenannte Spektralanalyse. Oder anders, die Fourier-Transformation macht das Gleiche, was ein Prisma mit dem sichtbaren Licht macht. Es zerlegt das zusammengesetzte Spektrum des Lichts in seine einzelnen Komponenten. Wenn es weißes Licht ist, dann sind alle Spektralfarben, die aus dem Prisma herauskommen, sind dann praktisch gleich hell. Und wenn wir ein gefärbtes Licht da reingeben, dann sind diese Spektralfarben unterschiedlich hell, je nachdem, wie stark sie in dem gefärbten Licht dann vertreten sind. Das ist alles das Gleiche im Grunde genommen. Okay, so, und das machen wir jetzt mit unserem Stromfluss. Und die Grundwelle ist also tatsächlich dann das Sinussignal, was sozusagen hier drinne steckt. Und das versuchen wir zu finden. Ja, und das macht jetzt unser kleiner Microcontroller hier. Der löst das auf. Ich gehe noch mal ganz kurz zu unserem Bild von dem Logic Analyzer. Da ist es. Ja, wir sehen die einzelnen Messwerte, die wir haben. Die sind immer am Ende von dem Stromimpuls. Das Orangene gibt das an. Und dann, ja, im Grunde genommen machen wir darüber eine sogenannte Fourier-Transformation in digitaler Form. Nennt sich dann oft, also je nach Algorithmus, nennt sich dann auch das FFT für Fast Fourier Transform. Werden gewisse mathematische Tricks angewendet, sodass das dann schnell berechenbar ist. Genau, das wird hier nicht direkt gemacht. Vorher wird noch eine Unterabtastung gemacht, eine Bandbegrenzung. All das ist also Schnickschnack. Muss man jetzt nicht unbedingt wissen, aber das Grundprinzip wollte ich euch zeigen. So, und jetzt schalte ich mal um auf ein anderes Fenster. Das ist dieses hier. Und da sehen wir jetzt erstmal nichts. Wenn ich jetzt aber Gas gebe, dann erscheint da etwas. Und ich gehe jetzt aber nochmal wieder auf Null zurück. Ja, was wir hier sehen, ist tatsächlich jetzt die Fourier-Transformation, also wie in der Disco. Nur wird jetzt hier kein Audiosignal analysiert, sondern eben der zeitliche Verlauf von dem Motorstrom. Ja, und jetzt gebe ich mal wieder so ein bisschen Gas. Und ja, ich lasse es mal dabei. Was man jetzt hier sieht, ist die unterste Farbe, also dieses, was ist denn das eigentlich, so Cyan, glaube ich, nennt sich das, in Cyan. Genau, das schwankt immer so ein bisschen. Es ist jetzt live, der Motor dreht da. Das Schwanken kommt daher, weil die Skalierung sich hier gerade immer so ein bisschen ändert in der Anzeige. Das ist also nicht so dramatisch, wie das jetzt hier aussieht. Schluck Kaffee musste mal wieder sein. Oh, fast wäre es umgefallen. Ja, und dieses Cyanfarbene, das ist jetzt tatsächlich die Fourier-Transformation. Da sehen wir die ganzen Frequenzanteile, die dort drin sind. Und wir sehen jetzt hier die größte Komponente. Und das ist jetzt die Komponente, die am meisten vertreten ist in diesem Stromsignal. Und das ist jetzt der Grundanteil. Im Grunde genommen, da gibt es noch etwas Niederfrequenteres. Das sind diese Störungen, die ihr vorhin auch gesehen habt, die sind noch etwas niederfrequenter. Aber das prominenteste Signal ist halt das, was aus den Kollektorteilungen entstammt. Ja, und diese Frequenz, die wandert, wenn ich also Gas gebe. Ich denke, man hört das jetzt an der Drehzahl auch von dem Motor. Ich bin mal still mit dem Quasseln.
Genau. Das Einzige, was man jetzt also gewissermaßen machen muss, ist diesen Peak hier zu verfolgen und dann hat man die elektrische Drehzahl. Genau. So. Das funktioniert im Grunde genommen. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man aber Vollgas gibt, dann ist der Peak, der ganz weit rechts da ist, nicht unbedingt immer noch der mit der höchsten Amplitude. Es schleichen sich dort Störungen ein. Dieser hier beispielsweise, der bei 150 ungefähr liegt, aber der X-Achsenposition 150, der schleicht sich da ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt. Bei manchen Motoren ist das ausgeprägt, bei anderen ist das weniger ausgeprägt. Ich denke mal, das liegt ganz einfach daran, dass die Bürsten anfangen zu hüpfen durch die schnelle Rotation. Das heißt, sie verlieren den Kontakt zum Kollektor und ja, ein paar Kollektorunterteilungen später kommen sie dann wieder auf und verursachen dann also auch wieder einen erhöhten Stromfluss. Manchmal kann man das auch ganz gut sehen, dass dort also der Kontakt verloren geht, wenn nämlich das Bürstenfeuer zu sehen ist. Das ist ja dann immer, wenn der Strom durch die Luft fließen muss, dann gibt sich so eine hohe Spannung, dass es dann zu einem Bürstenfeuer kommt. Ja, das sind solche Komponenten. So, was man jetzt versuchen muss, ist diese Position, die man ursprünglich mal hatte in der Fourier-Transformation, da wo der rote Pfeil jetzt ist, dass man die also immer weiter verfolgt. Da ist der Pfeil jetzt mal rübergesprungen auf das andere Maximum. Das wäre jetzt ein Messfehler. Das liegt aber jetzt einfach hier dran, dass ich den falschen Motor dort angeschlossen habe. Denn was ich ja vorhin erzählt habe, ist, diese Fehler auszuschließen, das war jetzt so ein bisschen der Trick bei der ganzen Sache. Denn der Steller muss die Parameter wissen von dem Motor, also den elektrischen Widerstand, den Innenwiderstand des Motors muss er wissen und sinnvollerweise auch die Induktivität der Motorwicklung. Theoretisch könnte man das im Datenblatt nachlesen, aber es geht natürlich noch einfacher und das war jetzt so ein bisschen der Aufwand. Der Steller kann das selber herausfinden. Auch hier wieder der Vergleich zu zu moderneren Brushless-Controllern. Falls ihr mal so Projekte wie VESC, also VESC, ausprobiert habt, die haben eine Motoridentifizierung. Das heißt, der Brushless-Controller versucht also die Parameter des Motors selber herauszukriegen. Und so ist das jetzt bei meinem Steller auch. Der versucht also auch die Parameter herauszukriegen. Der speichert die ab und dann passt das. Und damit funktioniert dann diese Drehzahlmessung besser. Ich stöpsel jetzt mal hier um. Ah, ihr seht das nicht. Videoaufnahme. Da ist es. Ich stöpsel das jetzt mal hier um. Ich nehme mal den hier. Da weiß ich, dass das ein 12-poliger Motor ist. Und der läuft. Man hört es ja. Und jetzt hole ich mir das Fenster hier hervor. Das da. Genau, da ist das so ähnlich. So, und jetzt nehme ich noch einen anderen Motor. Ah, was habt ihr jetzt wieder nicht gesehen? Ich bin auch zu blöd. Da, das ist jetzt dieser Motor hier. Der läuft so schön leise, das hört man fast gar nicht.
So, jetzt muss ich aber hier für den Motor nochmal eben gucken. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil das auf dem Terminal läuft. Ob ich da jetzt die richtigen Parameter eingestellt habe, ich fürchte nämlich gerade nicht. Genau, das müsste ich gerade nochmal hier eben ändern. Das dauert jetzt einen ganz kleinen Moment. Ich lasse jetzt diese Motoridentifikation nicht laufen. Das könnte ich, also das macht man normalerweise beim Einschalten. Entweder, ich habe das so gelöst, dass man sich entscheiden kann, wenn man also den Steller einschaltet oder das Modell einschaltet, ob diese Motoridentifikation durchlaufen soll oder nicht. Sinnvoll ist es, wenn man sie tatsächlich durchlaufen lässt. Jetzt, ach Gott, so ein Motor. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt gerade den falschen USB-Stecker rausgezogen. So, wie kriege ich das denn jetzt hin? Ich brauche noch einen USB-Anschluss. Gehen mir aber gerade aus. Wie mache ich das denn jetzt, ohne dass hier alles zusammenbricht? Kleinen Moment. So. Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt geht, dass ich die Verbindung da herstellen kann. Jawohl, jetzt scheint es zu funktionieren. So, jetzt sind die Parameter da. Der Motor dreht sich auch nach wie vor. Allerdings läuft er mit 24 Volt. Das stelle ich jetzt gerade mal hier ein. Okay, das scheint auch soweit zu funktionieren. Genau. So, jetzt hole ich euch noch das richtige Fenster hier hoch. Da haben wir das wieder. So, ich gebe ein bisschen Gas. Dann sehen wir wieder die verschiedenen Kurven. Und da nochmal zur Erläuterung. Also, diese cyanfarbene, das ist jetzt die Fourier-Transformation. Wir sehen so eine runde Kurve, so kosinusförmig, kosinusquadratförmig. Wir sehen einen roten Pfeil und einen grünen Pfeil. Der rote Pfeil ist das, was der Controller momentan als tatsächliche Motordrehzahl identifiziert. Wenn man das jetzt, das ist jetzt hier fast bei 3000, wenn man das umrechnen würde mit der Polzahl, 12-poliger Motor, dann wären das ungefähr 5000 Umdrehungen. Das passt auch tatsächlich mit der Realität überein. Der grüne Pfeil, der da erscheint, der jetzt so ein bisschen daneben liegt, das ist die Drehzahl, die sich gewissermaßen theoretisch ergeben würde aus den gemessenen Parametern des Motors, vor allen Dingen dem Innenwiderstand. Die Messung war vielleicht nicht ganz hundertprozentig, sodass das jetzt ein bisschen daneben liegt. Wenn ich den Motor ein bisschen abbremse mit meinen Fingern, ja, dann geht das, in dem Fall geht das, wandert das ein bisschen, aua, jetzt habe ich mir die Finger verbrannt. In dem Fall wandert das ein bisschen aufeinander zu. Weil hier der Innenwiderstand ist ein bisschen zu klein geschätzt, also die theoretische Motordrehzahl ist ein bisschen höher.
Ja, und je höher der Stromfluss ist, desto kleiner wird also dann der Fehler. Genau. Ja, und so funktioniert das über den gesamten Drehzahlbereich hinaus. Auch bei Vollgas funktioniert das. Wir sehen wieder die Störungen bei niedrigen Frequenzen, die dort hinzukommen. Aber es geht. Genau, und zwar eben ohne Sensor. Ja, vielleicht noch einmal den Logic Analyzer hochgebracht. Und ich gebe auch wieder ein bisschen Gas. So, und dann messen wir hier nochmal. Jetzt bin ich ganz falsch. Wo ist mein Logic Analyzer? Hier. Da muss ich drauf drücken. Jetzt messen wir das nochmal. Jetzt hat er ein bisschen gemessen, da meckert er wieder wegen USB. Oh ne, es war ein bisschen wenig zu messen. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Das scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Dann müssen wir vielleicht gerade mal tatsächlich die Datenrate ein bisschen runtersetzen. Versuche so noch mal. Ist da jetzt irgendwie ein Kabel abgegangen, dass er den Strom nicht mehr gar nicht mehr messen kann? Doch, da ist er. So, und jetzt zoomen wir da mal ein bisschen raus. Und hier seht ihr auch wieder diesen, wieder mit so einer Störstelle da drin. Seht ihr auch wieder den Verlauf des Motorstroms. Allerdings ist das jetzt nicht so abgehackt wie bei dem anderen Motor, sondern hier so ein bisschen sinuswellenförmig. Und das liegt, wie gesagt, ich habe als einzige plausible Erklärung einfach gefunden, dass es sich hier um widerstandsbehaftete Kohlebürsten handelt, die dann einfach so über den Umfang des Kollektors streichen und dabei dann diese sinusförmige Form erzeugen. Aber das ist auch ganz egal. Wichtig ist, dass man diese Grundwelle im Stromverlauf erkennen kann und dann bekommen wir also auch so die Motordrehzahl. Gut. Eckdaten, dieser Motor, der läuft hier mit 24 Volt. Der Steller ist ja auch für 24 Volt oder eigentlich ist der für 30 Volt ausgelegt, also ganz wichtig auch für sozusagen Hochvolt-Anwendungen. Und im Moment läuft da, wenn ich mich nicht ganz vertue, gerade mit 24 Kilohertz PWM-Frequenz. Viel höher muss man nicht gehen. Man kann bis 32 Kilohertz gehen. Es bringt aber überhaupt keine Vorteile. Wie gesagt, 24 Kilohertz kann man auch nicht hören. Das ist ganz egal. Als letzten Punkt, ich will jetzt Schluss machen mit dem Video. Es war schon genug, vor allen Dingen auch viel Theorie. Ich mache noch mal ein Video über diese Motoridentifikation. Das kann man, wie gesagt, auch jedes Mal laufen lassen, wenn man den Steller einschaltet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Im Boot, im Modell selbst, also nehmen wir mal an, den Anwendungsfall Schiffsmodell, könnte man das natürlich noch durchführen lassen. Auch im Boot, wenn das Boot nicht im Wasser ist, sodass man also mehr oder weniger eine Leerlaufsituation hat. Denn der Motor muss sich auch dabei einmal ein bisschen drehen. Das kann natürlich gefährlich sein. Deswegen wollte ich das so machen, dass man die Motorparameter auch abspeichern kann und dann beim Einschalten auf die Identifikation des Motors verzichten. Da bin ich jetzt noch ein bisschen unsicher. Ich weiß auch nicht, inwieweit die Messung der Motorparameter verfälscht würde, wenn man das im Einbauzustand macht mit angeschlossener Motorwelle. Bei Schiffsmodellen könnte ich mir das natürlich noch vorstellen. Bei Landmodellen oder auch bei Flugmodellen, nur gut, das macht man nicht mehr mit Bürstenmotor, scheidet das natürlich komplett aus, damit man sich an der Luftschraube nicht verletzt. Also da müsste man das abspeichern. Das Nachteil des Abspeicherns ist tatsächlich die
Variationen in den Motorparametern, vor allen Dingen durch die Temperatur, weil die Motorwicklung, also die Kupferwicklung, ist dann doch schon relativ temperaturabhängig, also so temperaturabhängig, dass da sich dadurch ein Messfehler des Motorinnenwiderstandes einschleicht. Vor allen Dingen darf sich die Temperatur nicht ändern. Also wenn man zu Hause bei 20 Grad Zimmertemperatur den Motorwiderstand gemessen hat und fährt im Winter bei 5 Grad, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Es sollte nicht zu Fehlinterpretationen bei der Motordrehzahl kommen, aber der Innenwiderstand des Motors ändert sich. Das wollte ich benutzen, um die Motortemperatur zu messen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, dass die Drehzahlmessung nicht mehr funktioniert, sondern die angedachte Temperaturmessung würde dann nicht funktionieren, weil die Temperaturmessung ist eine relative und bezieht sich praktisch dann immer auf einen Referenzwert. Und wenn man also sein Modell dann im ausgeschalteten Zustand bei 5 Grad hat, dann kann man also durch Messung von dem Steller dann später sagen, die Motordrehzahl ist also, Entschuldigung, die Motortemperatur ist also, sagen wir mal, 30 Grad über der Starttemperatur angelangt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man also tatsächlich die Starttemperatur dann auch als Referenz nimmt. Ja, also entweder merkt man sich das oder man macht das immer, wenn man den Steller dann halt einschaltet. Also da bin ich mir noch unsicher. Ich denke, ich mache das so, dass man sich das aussuchen kann. Genau. So, das war viel. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn erzählt. Wenn Fragen sind, einfach fragen. Danke fürs Zuschauen.